Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Nier Replicant. Ja, beim letzten Mal sind wir hier im Öd-Tempel stehen geblieben, auf der Suche nach dem Prinzen. Und hier dürfen wir einige nervige Rätsel lösen. Die natürlich, ja gut, das sind eigentlich in dem Sinne nicht mal wirklich Rätsel. Man muss hier halt den Raum durchqueren, einen Würfel zerstören. Nämlich diesen da. Und hat dafür Sektionen. Also, ja, Sachen, die verboten sind. Geschützte Schildkröte. Okay, ich glaube, Locken heißt das. Und Magie dürfen wir nicht benutzen. Wow, chillt mal eure Base. Mal, ich darf aber springen hier, oder? Ja. Easy. Okay, das war easy. Da brauchte ich mich nicht mal anzustrengen für, ja. Okay, da komme ich eh nicht weiter. Da brauchte ich nicht mal diese Blöcke hier dafür, die man wahrscheinlich hätte nutzen sollen. Aber wer braucht das schon? Ich bestimmt nicht. Ah, komm, jetzt haben so viel davon, können wir auch mal benutzen. Finde ich. Okay, da kommen wir eh nicht weiter. Da ist der nächste Raum. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt jeden einzelnen Raum nehmen müssen, aber ich schätze irgendwie schon. Dass wir jedes Rätsel mal lösen müssen, sonst kommen wir wahrscheinlich eh nicht durch. Flüchtende Maus, magiespuckende Fledermaus. Was heißt flüchtende Maus? Darf springen? Ich darf nicht rennen, oder was? Okay, ich darf springen, aber nicht rennen. Das ist ja... Achso, Magie darf ich auch nicht benutzen. Wäre sonst zu einfach, ne? Ah, ich darf blocken. Aha. Ja, das ging ja auch nochmal. Okay, da ist wahrscheinlich eh wieder zu. Aha, guck mal, was ich mache. Ich renne, obwohl ich das hier nicht darf. Und da setzt Magie ein. Ihr könnt mich nämlich mal. Hier und eure blöden Regeln hier. Ihr scheißt auf eure Regeln, ja? Wer immer die gemacht hat. Okay. Huch. Ah, es sind mehrere Blöcke. Okay. Interessant. Klingenbewehrter Tiger. This madcap barrage of rules shows no signs of slowing. Easy, Vice. We need quiet or we're gonna mess this up again. These masked folks certainly enjoy their bizarre customs. I wonder what drove them to make such complicated rules. Muss ja also mit Magie kämpfen. Das geht ja eigentlich noch. Hatte ich mir irgendwie auch schon gedacht, dass es so etwas in der Richtung geben wird hier. Weil da ich ansonsten ja alles andere machen darf. Also auch springen. Ist das eigentlich recht gut machbar, denke ich mal.
Okay, und geschafft. Ja, das war definitiv machbar. Würde ich so sagen. Oh, und wir kommen jetzt hier sogar weiter, oder was? Ja. Eigentlich hätte ich dann ganz gerne noch geguckt, was da hinten in diesem großen Gang war. Komme ich hier noch durch? Ja. Dann will ich jetzt erst noch mal kurz da hinten gucken. Da war ja noch so ein Gang. Und wir da langkommen. Ob es da noch irgendwas gibt. Vielleicht gibt es ja noch irgendein nettes Item. Irgendwie eine Waffe oder sowas. Wäre nicht verkehrt, oder? Ich finde schon. Ich meine, hier kommen wir eh nicht mehr weiter. Aber hier ist halt noch irgendwas. Okay, ganz viele Türen, die wir eh nicht öffnen können. Oh. Hier geht's raus. Achso, aber hier ist eh verschlossen. Okay. Aber wahrscheinlich müssen wir da trotzdem noch lang. Meine Güte, der Tempel scheint ja wirklich ziemlich groß zu sein. Wenn wir hier jetzt mal jeden einzelnen Gang oder so erkunden können. Gut, da kommen wir zum Glück nicht weiter. Ich meine, jede verschlossene Tür, die wir nicht öffnen können, ist immerhin ja ein Ort weniger zum Erkunden. Was jetzt auch nicht so verkehrt ist bei so einem riesen Gewölbe hier. Muss ich mal so sagen. Blöde ist halt nur, dass es hier keine Speicherpunkte gibt. So wirklich. Ja, okay, da muss man schneller sein. Man, I hate being covered in sand. Yes, do try harder not to fall in, would you? Ja, ich kann nicht so fliegen wie du, weißt, ne? Ah, mir ist draußen. Das, was ich gerade eben... Nee, das hier ist was anderes. Wobei, da drüben, das hatte ich im Weg, glaube ich, gesehen, ne? Den Weg. Ich denke mal schon. Bitte kein nächster Rätselraum, bitte kein nächster Rätselraum, bitte ein Kampfraum oder sowas einfach mal. So abwechslungshalber. Das wäre irgendwie schöner. Lieber kämpfe ich anstatt hier. Flüchtende Maus. Hey, kämpfen. Das habe ich tatsächlich lieber. Als diese blöden Leselräume. Wie gesagt, ich kann die Dinger jetzt nicht wirklich als Rätselraum. Oh, ein Boss. Aua. Okay, das war's schon. Finde ich gut, finde ich gut. Ja gut. Können wir mal benutzen. Benutzen. Weil dann können wir das hier wieder voll machen und wir sind wieder voller HP. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Können wir jetzt hier hinten durch? Hätte ich ja den kurzen Umweg gar nicht nehmen. Ah ja, okay, wir kommen hier durch. Das ist ja wunderbarst. Eine riesengroße, lange Brücke. Die auch etwas abgenutzt aussieht, aber gut. Wer weiß, wie alt die ist, ne?
Hey, ein Speicherpunkt. Das ist ja schön. Da ich den letzten Part nicht abspeichern konnte bisher, machen wir das mal hier. Denn ich erwarte eigentlich einen Bosskampf oder so etwas in der Art. Wenn wir ja schon einen Speicherpunkt haben und der großen, ein großer Raum bevorsteht. What's this? Well, this doesn't look suspicious at all. I suppose that was to be expected. Hey, look! That mewling child is inside. Without any rules to bind us, we are free to unleash the entirety of our powers. It's about time. Okay, es sieht so aus, dass ich die roten Dinger hier kaputt hauen muss. What is this thing? Und nicht die blauen. Also die blauen Dinger kann ich anscheinend nicht mal kaputt machen. I detect magic within the glowing cubes. Ja. Heißt eigentlich einfach nur draufholzen, sobald die roten Blöcke erscheinen. Und ansonsten halt einfach ausweichen. Einfach in Bewegung bleiben. Na, das Ding bewegt sich mega langsam. Die verändern sich, hä? Das ist ja mal mega scheiße. Die ändern hin und wieder ihre Farbe, das heißt, ich kann die nicht dauerbeschießen. Also muss ich abwarten, bis die zu mir zeigen, oder was? Okay, nächster Ring. Wow, chill! Okay, einen habe ich. Die Dinge ändern zu schnell ihre Form. Nee, es geht jetzt exakt so weiter, nee. The guardian of this temple is a curious sight indeed. Says the talking book. Was soll ich denn jetzt hier angreifen, genau? Die Blauen scheinen ja keinen Schaden zu nehmen. This is a powerful foe. There you are, you bastard!
Keine! I'm gonna kill the shit out of you! Now hold still and die already! How did you find us? Beats me. I just kicked a bunch of ass and wound up here. And without even bothering to get dressed. Fuck off, Book. Never end in love story zwischen den beiden. Glowing cubes take priority. Screw your priorities! I'm gonna kill this thing my way! Okay, wir müssen einfach nur warten, dass er zuschlägt, dann gucken, wo die roten Blöcke sind und dann draufhauen, hä? Ja gut, dabei ist irgendwie gar nichts. Aha, erste Hand kaputt. Was hast du jetzt dazu, mein Lieber? Keine Ahnung, was du bist. Nächste Hand kaputt. Darf ich jetzt deinen Kopf zerhauen? Nee, er formt sich irgendwie neu. This should prove interesting. Wir haben Zielwasser getrunken, hä? Ja. Ring of Fire hier, oder was? That was easy. Das war eine Zelda-Anspielung. Kaidam. Prinz. Yuri. Susanato. Ein Gebieter, Adjutant. Wie viel Ärger wir. Kaidam Seto. Ah, die königliche Maske. Kaidam Desarato. Und der Volk hat seit dem Tod des Königs gelitten. Ich war zu jung, um den Graben zwischen unserem Volk und den anderen Zivilisationen zu überwinden. Der Handel steht still, Nahrung, Wasser sind knapp und die Leute brauchen diese Sachen dringend. Diese Maske ist ein Zeichen des Königs. Mit ihr kann ich anderen Ländern gegenüber ein starkes Bild vermitteln und unserem Volk wieder zu Wohlstand verhelfen. Mein Prinz! Regeln existieren nicht, um einen einzuschränken. Sie existieren, um einem Freiheiten aufzuzeigen. Das sind die Worte des früheren Königs, meines Vaters.
Und nun, da ich seine Maske habe, sollte ich doch den Thron besteigen können, ist das richtig? Natürlich! Hoch, hoch, lebe der neue König! Ich muss mich bei euch entschuldigen, meine ausländischen Freunde, für das, was ihr durchmachen musstet. Ich würde bei meiner Position als König von Fassade, dass ich euch jeden Wunsch erfüllen werde. Bitte, was kann ich für euch tun? Oh, no, that's all right. We were just happy to help. Unfug, sagt, was ihr wünscht. Ich sorge dann dafür, dass es geschieht. I believe the Regent has just given us an order. I guess so. In that case, how about you make Rule Zero? And have it say that if people don't like a rule, they can vote to change it. A splendid idea. Yorisaro! Elpachisuchita! Ich bitte aber eure Majestät, das geht nicht! Unser Volk hat ein gutes Gedächtnis. Wir werden unsere Schuld euch gegenüber niemals vergessen, egal wie hart die Zeiten auch sein mögen. So sind die Maskenmenschen. Da werden wir euer Bitte entsprechen. Dennoch wird dies allein nicht unsere Schuld euch gegenüber begleichen. Bitte nehmt dies an. Einhandschwert Wiedergeburt. Thanks, but I think most of your praise belongs to someone else. Danke, Fyra. Es tut mir leid, dass du so viel durchmachen musstest. Das war kein Problem. Do you know how to cure the Black Scrawl? Ah, dieses heimtypische Krankheit, die mein Vater das Leben nahm. So, even a king couldn't recover from it. Ich fürchte, alles, was wir versucht haben, hat sich als Fehlschlag erwiesen. It seems there is no way around it. We'll have to collect the sealed verses after all. Yeah, it's the only lead we have. Entschuldigt mich, aber was sind diese versiegelten Verse? We came across an old song that says if we find them all, we can cure the Black Scrawl. And yes, we are well aware that refrains penned by minstrels half in their cups are hardly a reliable source of information. Hey, I'll believe anything if there's even a sliver of hope it could help me save Yona. And I'll collect verses, orbs, crystals, magic goat meat, whatever. Ein Moment, bitte. Dürfte ich euch darum bitten, uns mal wieder zu besuchen? Freunde zurückzukehren? Natürlich, dankeschön. Und ich verspreche, vorsichtig zu sein. Dunkle Wand. Der Richter eine magische Barriere zur Abwehr aufladen, damit die Wand größer wird. Okay. Ja, wir gucken uns jetzt einfach die neue Waffe an. Wir haben zwei neue Waffen. Wiedergeburt. Mondaufgang. Wo haben wir die denn her? Oh, die ist schlechter als die, die wir schon haben. I'm worried about Yona. Let's go back. Von daher, gut, ich hätte vielleicht einen Waffenladen mal gucken können, ob der vielleicht da irgendwas Neues hat für uns, aber naja, was soll's. Wäre sogar hier, glaube ich, direkt gewesen, ne? Ich meine schon. Aber naja. Wir könnten ja vielleicht mal wieder beim, Haufen da vorbeigucken. Eventuell haben die da ja etwas, womit wir unsere Waffen nun wieder verbessern könnten. Das wäre auch eine Option, die wir uns mal angucken könnten. Aber das werde ich wahrscheinlich eher offscreen machen, weil wird zu viel Zeit fressen. Von daher reisen wir jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Heimatort. Oder mache ich das offscreen? Ah, wir können mal zurücklaufen. Ne? Oder ich cut euch den Weg raus. Mal gucken, wie lange das dauert.
I suppose rules are rules, even if they are absurd. I don't think they're absurd. Oh? Those rules are important to the masked people. You don't say. I do. And I think it's important we respect that. Well, well. The boy is beginning to sound like a man. Boy? I'm not a kid, you know. Hey, less talking, more walking. So, hab euch mal den Rückweg erspart. Beziehungsweise den kleinen Dialog werde ich schon stehen lassen. Den die noch geführt haben, aber ja, den größten Teil des Rückwegs lasse ich mal draußen. Yona? Oh, hey. How are you feeling? Better, now that I'm taking the medicine you brought. Good. By the way, are you gonna stay here today? You bet. Really? You'll stay with me? Really? Yeah, Yona. I'll stay. Yay! Now get back to bed. Okay. Ich höre eine Stimme. Ich blinzle und sehe einen Jungen vor mir stehen. Sein Haar ist silbern, seine Haut ist blass. Und er starrt mich mit gläsernen Augen an. Seine Lippen beginnen sich zu bewegen, aber kein Ton kommt über sie. Was sagt er? Ich kann ihn nicht hören. Ich kann ihn nicht hören, ich kann ihn nicht hören, ich kann ihn nicht hören, ich kann ihn nicht hören. Ich kann nicht... Ich versuche zu gehen, aber etwas an dem Jungen lässt meinen Blick nicht los. Ich beobachte sein Gesicht, es ist ausdrucklos, während sich seine Lippen langsam bewegen. Was versucht er zu sagen? Moment, es ist ein Wortpaar, ich kann es fast erkennen. Es fängt mit einem V an, dann kommt ein E. Ich kann es jetzt fast erkennen. Die Buchstaben ergeben ein Wort. Einer nach dem anderen. Immer schneller. Versiegelt der Vers. Es ist ein versiegelter Vers. Das, wonach ich suche. Der Schlüssel zur Rettung meiner Schwester. Ich starre den Jungen mit neuer Entschlossenheit an und versuche verzweifelt, sein nächstes Wort zu erkennen. Traum. Traum? Was? Was zur Hölle soll das bedeuten? Die Lippen bewegen sich wieder. Dieses Mal schneller. Ich kann ihnen nicht folgen. Verdammt, ich komme nicht drauf. Ich möchte schreien. Ich möchte die Wände um mich herum einreißen. Aber stattdessen zwinge ich mich, ruhig zu bleiben. Ich kann es schaffen. Für Yona. Langsam, ganz langsam entziffere ich die Buchstaben, die seine letzten Worte ergeben. Märchenwald. Am nächsten Morgen. Just a dream. Even in my dreams, I'm hunting sealed verses. Morning. Morning, Yona. What's wrong? Are you feeling sick too? No, I had a strange dream. What was it about? It's nothing. Don't worry about it. 'Cause I had a dream too. Oh yeah? Yeah. Me and this boy were playing a game together. What kind of game? It was called Guess the Words. I think he made it up because I never heard of it before. How did it work? The boy would move his mouth, but no words would come out. Then I had to guess what he was trying to say. It was hard. I wanted to play hide and seek, but we had to play his dumb game instead. So what did he say? I don't know. All I could figure out was dream and forest of myth. But don't worry, I'm gonna study hard so that next time I can figure out everything. We should play a game together sometime too. Sure, Yona. Hey, I was thinking about trying to make stew for you. Do we have any venison or wheat? Stew? I don't want her to feel bad, but her cooking is... Yeesh. All right, Yona. Let me see if I can track down your ingredients. Really? Thanks.
I'm sure you're gonna love it. Gut, aber darum kümmern wir uns, glaube ich, beim nächsten Mal. Something troubling you, lad? It's nothing. Don't worry about it. Come on, I need to go ask Popola something. Ingredients for a home-cooked meal, Is there something you want to say? Oh, no. No, no, nothing at all. Look, I know Yona's not a four-star chef or anything, but she puts her heart into it. Only a real jerk wouldn't appreciate the effort. What kind of brother do you think I am? Did you hear me imply anything of the sort? I guess not. Just, well, good luck. Yeah. Gut Leute, ich würde mal sagen, das war's mit Nier Replicant für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann erneut Popola einen Besuch abstatten. Bis dahin. Ciao, ciao Leute.